Hallo meine Freunde und willkommen zurück hier zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir wurden eben in eine Falle gelockt im letzten Part von diesem netten Herrn, dem Telrath. Aber gut, wie ihr seht, hat ihm das nicht viel genützt. Und wir gehen jetzt mal zurück auf unseren Weg, denn wir sind immer noch nicht bei den Graubärten angekommen. Und da wollen wir ja noch hin. Komm mal geguckt, ob wir zwischendurch irgendwie eine Stufe aufgestiegen sind, ohne dass ich es gemerkt habe. So. Okay, dann mal weiter. So, wollte ja gerade noch was gucken. Objekte. Wir haben ja noch ein paar Waffen aufgehoben. Die orkische Kriegsaxt ist auf jeden Fall stärker. Und zwei Hände der Himmelsschneider. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Wir werden dann mal die orkische Kriegsaxt anlegen. Okay. Könnte man neue Schuhe gebrauchen. Die passen nicht so zum Rest unserer Rüstung. Ah, schon wieder Wölfe. Sitz! So. Oh, so ein Granatstein dabei. Unglaublich. Und wir befinden uns ja noch auf dem richtigen Wege, oder? Ich hoffe es mal stark. Ach, das ist nur ein Fuchs. Da vorne den Elch, den lassen wir auch mal ziehen. Lydia ist noch dabei? Ja. Okay. Was haben wir denn da oben? Oh, ein Quicksave, bevor wir da hingehen. Auf jeden Fall ist kein Diebstahl. Lesen, Notiz. Geht zur Insel, die sich in der Nähe des Seeufers befindet. Sucht nach dem Ort, wo einst ein großer Baum stand. Dort habe ich ihn vergraben. Was hast du dort vergraben? Du trägst zu viel und kannst nicht rennen. Das ist schlecht. Okay, was brauchen wir momentan nicht? Gewicht 10. Nein, so wollte ich das nicht. Komm, weg mit der Holzfäller-Axt. Spitzhacke behalten wir aber. Weg mit dem Zweihänder. Haben wir irgendwie Bekleidung? Schrott, was wir nicht brauchen. Den würde ich ja gerne behalten. Das hier kann weg. Auch wenn es nicht wirklich was wiegt. Goldene Halskette, Silberringe. Ja, das wiegt ja eigentlich alles nicht so wirklich viel. Na gut, wir haben auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Platz. Das ist auch eine Holzfäller-Axt. Hier, Kaninchen, da holen wir uns dann noch ein paar Keulen raus. Aber ich könnte eher mal... Oh, aber die Truhe ist leider leer. Schade. Wir haben auch noch ein paar Äpfel. Das muss ich irgendwann mal offline alles wegkochen. Na, bei dem alten Baumstamm da, da hat er irgendwas vergraben, aber ich habe gar keine Schaufel dabei. Von daher wird mir das leider nicht viel bringen. Wir gehen trotzdem mal runter, auf jeden Fall. Mal schauen. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Säcke mit Obst und Gemüse drin. Wer seid ihr denn? Schatzjäger. Die sind aber rot. Lydia. So, das war dann schon mal die erste. Können wir die gar nicht plündern? Doch, jetzt. Ah, die hat aber nichts dabei. Und die andere flüchtet darüber. Und da lag auch schon die erste Schaufel. Sie greift den Fuchs an. So, hast du irgendwas dabei? Ne, auch nichts, was uns interessieren könnte. So. Die Truhe, gucken wir da mal rein. 38 Gold, 2 Granatsteine. Da braucht wir sogar gar nicht buddeln, das haben die schon getan. Sehr schön. Obwohl sie ja gesagt hatte, oder in der Notiz stand,
dass sie ihn dort vergraben hat. Aber naja, gut. Wir wollen weiter jetzt endlich mal in Richtung Graubärte. Dazu müssen wir hier hinter. Und wer seid ihr? Müssen wir dahinter? Gerade auf die Karte schauen. Ja, vielleicht kommen wir hier so dann irgendwie dahin. Wer seid ihr denn? Soldat der Sturmmäntel? Wer seid ihr? Kaiserlicher Soldat, okay. Ja, ja, ich gehe gleich weiter. Ich muss hier gerade noch ein bisschen was. Schuppenhelm. Ein schlechter wie unserer. Alter, willst du auf die Fresse haben oder was? Das geht euch nichts an, Bürger. Kaiserliche Angelegenheiten. Geht weiter. Ja, ich will die kaiserlichen Wachen da jetzt nicht unbedingt umreißen, deswegen gehen wir dann hier hinten lang. Schießt hier jemand mit Pfeilen auf uns? Oder der Pfeil backt einfach nur, der da lang schwimmt. So, dann gehen wir jetzt aber mal weiter in Richtung hier Questpfeil. Mit der Hoffnung, dass wir da irgendwann mal ankommen. Mann, die Reise geht schon ganz schön lang. Ich glaube, wir laufen da schon fast eine Stunde hin. Komm her, Wolf. So, ich finde den Schrei so geil. Das macht einfach nur Fun. Gegner, bevor man sie abschlachtet, erstmal anzubrüllen. So, und da hinten ist ein Weg. Sehr schön. Dann gucken wir doch mal da auf den Wegweiser, was der uns anzeigt. Was? Da ist ein Wolf. Lydia, Achtung! Verpiss dich. Einhändig verbessert. Sehr schön. So, wo sollen wir lang? Helgen steht hier auch ausgeschildert. Ich glaube, wir sind so einen übertriebenen Umweg gelaufen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ach, eine Spinne. So. Wie Psycho das gerade aussah. Durch unsere, mit unseren grünen Augen. Ja, richtig gruselig sehen wir aus. So. Da ist unser Questfall in die Richtung. Steht schon wieder ein Wagen, wenn hier wieder irgendwo einer rumsetzt. Was bist du denn? Gebt mir eure Wertsachen, sonst nehme ich euch aus wie einen Fisch. Haben wir Dialogoptionen? Hier, nehmt das, lasst mich einfach in Ruhe. Er würde sterben. Geht sofort. Da sehe ich so aus, als hätte ich Geld. Dafür habe ich keine Zeit. War das ja. Netter Versuch, aber mir jagt ihr keine Angst ein. Okay, dann stirb. Ich werde euch nicht noch einmal fragen. Dafür habe ich keine fort. Zeit. Ihr hättet nie herkommen sollen. So. Wer hätte wo nicht herkommen sollen? Okay, was hast du Schönes dabei? Nur Schrott, mach's gut. Mann, uns wird... Wir werden hier aber auch von jedem angelabert. Da habe ich schon gerade Wölfe gehört. Ach, wir gehen einfach mal weiter. Die greifen dann wahrscheinlich wieder irgendwelche Karnickel an. Und die Straße ist schon fast keine Straße mehr. Mann, Mann, Mann. Was? So, erstmal in die Fresse kicken, dann mit der Axt hinterher. So, bevor du umwälzt, ziehst du schon mal das Fell ab. Ach, der bleibt so stehen. Ist ja lustig. So, wir sollen hier hoch. Laut der Wegbeschreibung. Und es wird schon wieder dunkel. Und ich würde fast sagen, egal wie lange dieser Part geht, wir gehen auf jeden Fall noch zu den Graubärten. Ich will da jetzt endlich ankommen.
haben wir da? Ach, das ist nur ein Elch. Sah gerade aus wie zwei Wölfe. Riverwood. Flusswald ist hier ausgeschildert. Na egal. Ivar's Reed. Da müssen wir lang. Wir stecken die Waffe mal weg. Bevor hier so eine Wache irgendwie Angst vor uns kriegt. Ivar-Stadt entdeckt. Die Graubärte haben das Drachenblut nach Hochodgar gerufen. So etwas ist schon seit einigen Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen. Genau, und das sind wir. Wo ist denn hier hin? Wilmer Inn, hier ist ein Gasthaus. Okay. Da müssen wir wahrscheinlich hoch, so wie das aussieht. Was könnte das zu bedeuten haben? Die Rückkehr des Drachenbluts? Und wem von uns würde eine solche Ehre zuteil werden? Und solch eine Macht? Mir. Bei den Göttern, dann ist es wahr? Ein Drache hat Weißlauf angegriffen. Wie sollen denn einfache Krieger ein solches Monster besiegen? Ja, gar nicht. Deswegen bin ich ja da. So. Da sind Treppenstufen. Und da zeigt auch der Questpfeil hin. Seid ihr wieder auf dem Weg die 7000 Stufen hinauf, Klimek? Heute nicht. Ich bin für den Aufstieg nach Hochrodgar nicht bereit. Der Weg ist nicht sicher. Erwarten die Graubärter nicht gerade Lieferungen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Sie haben mich noch nicht in das Kloster gelassen. Eines Tages vielleicht. Okay, ich würde sagen, wir warten hier mal kurz 11 Stunden. In der Zeit trinke ich mal einen Schluck. Und dann werden wir da mal den Weg nach oben steigen. Und er soll nicht sicher sein. Das ist schon mal gut. Dann wird uns auch nicht langweilig auf dem Weg dort hoch. Lydia, sie ist auch noch fit. Das ist gut. Okay, ziehen wir mal wieder die Waffen. Was ist das denn hier? Lesen, Schrifttafel. Vor der Geburt der Menschen haben die Drachen ganz Mundus beherrscht. Ihr Wort war die Stimme und sie benutzten sie nur, wenn es absolut notwendig war. Denn die Stimme konnte den Himmel verdunkeln und das Land überfluten. Okay. So Leute, ich hoffe, ihr seid bereit. 7000 Stufen. Let's go! Und zwar sprinten. Ach, Wölfe. Was wollt ihr? Wo seid ihr? Da. Gehst du weg. Komm her, du. So. Ah, nicht runterfallen. Stellt euch mal vor, ihr könntet so schreien. Was am Platz im Bus wäre. Oder im Zug oder so. Ich bin schon seit Jahren, also wirklich seit vielen, vielen Jahren, keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr gefahren. Aber früher, als ich noch zur Schule ging, da wäre das bestimmt ganz praktisch gewesen, dieser Schrei. Oder wenn der Lehrer irgendwas von sich gibt, was euch nervt, dann so, Herr Lehrer! Fuß! Bam! Und dann Achsenkreuz und weg war er. Nein, Quatsch. So. Und wir besteigen mal wieder einen Berg. 7000 Stufen. Ich hoffe, ihr zählt mit und wisst, wo wir jetzt gerade ungefähr sind. Auf jeden Fall ist die Zeit gleich vorbei. Was machst du denn da? Bagner, was seid geht? Seid auf der Hut vor Wölfen, wenn ihr den Pfad nach Hochrodgar emporsteigt. Ja, klar. Scheiß auf die Wölfe. Habt ihr die Graubärte Dovahkiin rufen hören? Habe ich. Es klingt sehr befremdlich, wenn die Mönche das tun. Ich frage mich, was es bedeutet. Was macht ihr denn da? Ich bin gerne hier oben. Ich wandle auf den Stufen, meditiere über die Symbole. Umso besser, wenn ich unterwegs ein bisschen Wild erlegen kann. Okay, besucht ihr die Graubärte? Das ist nicht die Art von Leuten, die gerne Besuch empfängt. Aber ich klettere sowieso nie so hoch. Manche, die die Reise auf sich nehmen, lassen Nahrung oder andere lebensnotwendige Dinge für sie da. Versuchen aber nicht, sie in ein Gespräch zu verwickeln. Ja, wir werden das aber tun. Mach's Bis gut. Bis zum nächsten Mal. So, lesen wir mal diese Schrifttafel. Die Menschen wurden geboren und verteilten sich in Mundus. Die Drachen herrschten über die kriechenden Massen. Damals waren die Menschen schwach und hatten keine Stimme. Okay. Nochmal wieder ein Quicksave, dass falls irgendwas passiert, wir hier nicht nochmal den ganzen Weg hochlatschen müssen. Und wir lassen die Waffe mal weggesteckt. Es macht sich ja immer ganz gut bemerkbar, wenn Wölfe in der Nähe sind durch ihr Geheule. Ja, so viel dazu.
Eiswolf. Oh, jetzt werden sogar die Wölfe mittlerweile stärker. Ja, nicht runterrutschen. Nicht runterrutschen. Nein. Ah. Naja. Komm, Lydia, wir müssen weiter. Und der Wolf hat auch schon eine Ziege gerissen. Und wir kommen höher, denn es wird kalt. Oh. Aber das war nur ein normaler Wolf, den konnte man relativ schnell erlegen. Die Eiswölfe, wie der eine eben, die sind schon ein bisschen härter, die vertragen ein paar mehr Schläge. Und wie hoch ist es denn noch? Oh! Bin ich mir sicher, dass ich das alles noch in dem Part machen möchte? Nein, Leute, so leid es mir tut, das dauert sonst echt zu lange. Bis zum nächsten Part. Ciao, ciao.